So, hallo, wir machen weiter. Bei WarioWare Get Together, letztes Mal haben wir recht fix den Sportbär erledigt. Fast erledigt. Eine Mission haben wir ausgelassen, weil ich es nicht hinkriege, den Sandbunker zu leeren. Jetzt lesen wir uns mal in die Essensmissionen ein, was uns da denn alles so erwartet und ob das denn ein Festschmaus wird. So, gucken wir mal. Also, baumschonende Ernte. Mit Mona Express-Apfelernte auf Level 3 ab, indem du den Baum von allen Äpfeln befreist, ohne ihn zu schütteln. Okay, muss ich wahrscheinlich nicht runterschießen. Okay, kriegen wir hin. Denke ich, hoffe ich. Gefährlicher Genuss. Entferne in weniger als der Hälfte der vorgegebenen Zeit alles außer dem Bonbon vom Teller. Ohne den Jungen daran lutschen zu lassen. Okay, werden wir irgendwie schon verstehen, wenn ich es dann sehe. Füttern oder nicht auf Level 2, indem du das am weitesten entfernte Essen bewegst. Okay. Gewichtige Angelegenheiten, sodass nur Walnüsse verbleiben. Okay, das werde ich mir alles gleich nochmal durchlesen müssen, weil ich es nicht begreife. Weil ich mir im Moment auch kein Bild, kein Spiel im Kopf habe, was dazu passen könnte. Geburtstagskuchen. Schließe 5 Runden, in denen du die Zunge nur einmal herausstecken darfst. Oh, verdammt. Ich könnte mir denken, was das ist. Oh je, okay. Hintereinander. Schließe 5 Runden. Ach so, ab unten steht's, okay. Nee, eigentlich steht nicht dort hintereinander. Hinterlasse beim Spiel alles Banane, die Bananenschale, die nicht auf dem Bild... Ah, okay, verstehe. Die Bananenschale muss irgendwie komplett rausgezündet werden. Präzisionskeltern, ohne dass der verschüttete Saft die zweite Messlinie über... Ah, das ist der Boss. Das ist der Boss. Und dann kommt jetzt schon Kultur. Ja, okay. Oh nein. Okay, also da muss ich sehr, sehr gut Level 3 spielen. Aber dann nehmen wir halt einfach den Charakter, der am besten dafür geeignet ist dann. So, also Mona haben wir schon mal. Genau, für die Apfelernte. So viel habe ich mir gemerkt. Wo ist denn Mona? Da. Also muss ich halt wahrscheinlich die Äpfel runterschießen. Also ich darf nicht an dem... Ach nee, ich kann das mit ihr selbst machen. Ohne, dass der Baum wackelt. Ja, okay, ich kann das mit ihr selbst machen. Das ist ja super einfach. Das muss doch auf Level 3 jetzt auch einfach sein, oder? Jawollo! Easy. Ach so! Alles runternehmen, außer dem Bonbon... Ja, das geht doch am besten mit Obolon, oder? Nur das Bonbon bleibt. Wait, aber jetzt hat er ja dran... Stopp, hieß es nicht, er darf nicht dran lecken? Bin ich jetzt... Aber ist das nicht in die Animation am Schluss einfach? Also jetzt leckt er nicht dran. Okay. Und das ist auf Level 3 jetzt, oder wie? Okay, das war ja super schwierig. Gut. Alles klar. Kein Problem. Die kann ich mich alle überhaupt nicht erinnern, dass die vorgekommen sind namentlich. Das ist vorgekommen. Irgendwie nur Walnüsse müssen bleiben. Ach du Scheiße. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder Obolon-Geschichte, ne? Gewicht anpassen. Ja, jetzt habe ich aber... Oh Gott. Gewicht anpassen. Moment, aber nur Walnüsse bleiben? Muss ja nicht heißen, alle Walnüsse bleiben, oder? Ja, bitte! Ja, bitte! So einfach kann's sein.
Ich kann mich an die nicht namentlich erinnern, ne? Das war Geburtstagskuchen mit... Das war mit einem Charakter. Und zwar mit... Pioro. Und zwar nur einmal die Zunge. Jetzt verstehe ich auch, worum es da geht. Ach so, okay, mit Pioro muss ich das über die Ringe machen. Alles klar. Anzünden. Ja, toll. Anzünden. Okay. Zwei schon geschafft von fünf. Anzünden. Drei von fünf. Anzünden. Ja, ich meine, es ist eh immer nur einmal die Zunge. Es ist einfach nur mit Pioro fünf Runden spielen. Anzünden. Ich sehe jetzt nicht... Die Schwierigkeit in der Mission. Okay. Soll mir recht sein. So. Und jetzt jieten wir die Banane aus dem Bildschirm. Also nicht die Banane, sondern die Schale. Ich denke, das macht auch wieder Orbolon. Schellen. Ciao. Ah, die andere Schale muss auch raus. Ah, ich muss beides rausjieten. Yes! Es geht doch. Easy. Okay. Und dann würde ich sagen, auch das ist für einen Flugcharakter gut geeignet, ne? Ich muss nur jetzt erst bis Level 3 spielen. Das ist schon nervig genug. Ich hoffe, wir kriegen das gleich hin. Also wir müssen einfach möglichst... Es muss einfach möglichst viel... Darf nicht verschüttet werden. Das ist alles, worum es geht. Das wird zum Beispiel kaum was verschüttet. Also das war easy. Das Schöne ist, wir dürfen Level 2 auch einfach jetzt sterben. Wir dürfen theoretisch Level 1 einfach sterben und Level 2 auch. Aber ich glaube, in Level 1 kann man nicht so schnell sterben. Aber hier kommen jetzt ja auch so Dinger dazu, an die man nicht kommen darf. Ich muss mal gucken, ob ich die einfach... Nichts verschütten. Ja, da geht schon los. Haben wir schon verschüttet? Schon kacke. Stopp! Ja, da kam irgendwann irgend so eine Spitze oder so, die dann kritisch geworden ist. Muss mal gucken, ob die. Oder war das auch erst in Level 3, die Spitze? Du Gesichtskrapfen! Oder denke ich jetzt an irgendwas völlig Falsches? Okay. Oh, wir sind aber fast schon beim zweiten Strich, ne? Oh shit, oh shit. Das hätte jetzt, glaube ich, den zweiten Strich... Ah, ist knapp. Muss ich aufpassen. Muss ich aufpassen. Bis dahin darf ich schon eigentlich nicht kommen. Okay, jetzt kommt's drauf an. Saftpressen. Nichts verschütten. Nein, wo gehe ich denn hin? Direkt mal völlig lost angefangen hier. Genau, jetzt kommt nämlich so ein Vieh. Ah, das kann ich einfach wegzünden. Sehr gut. Scheiße, da habe ich was verschüttet.
Du machst einen Abflug. Nee, Mann! Nein, wir sind schon knapp drüber. Nein, ich bin drüber. Das war's. Oh, so knapp. Okay, aber schaffen wir. Ah, du blödes Ding. Ja, war leider zu viel. Okay, schaffen wir aber. Schaffen wir. Ich würde nur gerne halt jetzt zu Level 3 wieder skippen. Ich kann ja zu Level 3 skippen, kommt mir gerade. Jawohl. So skippen wir zu Level 3. Ach, wenn ich die nicht nehme, dann gehen die einfach durch. Oder was? Ich dachte, wenn die da hochgehen, dann gehen die hier runter. Ich muss die gar nicht abnehmen. Wenn ich genug hier drin habe. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich muss die... Ah. Ich verstehe. Ich dachte, ich muss die abnehmen, weil die sonst erst recht verschüttet werden. Muss ich gar nicht. Wenn ich da genug drin habe, ist es in Ordnung. Dann kann ich einfach sagen, nö, ich nehme jetzt nichts. Ach so. Da fange ich schon wieder an zu verschütten, ich Vollhorst. Oh, dumm. Das war ja richtig dumm. So, du bewegst dich jetzt aber nicht mehr von Ort und Stelle, ne? Du blödes Mistding. Ich glaube, am schlauesten ist es bei den Großen, nur die Mitte zu machen, weil dann können sie einem nicht abhauen. Weißt du, wie ich meine? Na, die können nämlich jetzt überhaupt nichts mir hier erzählen. Ich erwische immer einen. So ein Ding ist das. Letztes! We did it! Yes! Nice! Das schmeckt. Okay, so, was fehlt uns jetzt noch? Was fehlt uns jetzt noch bei Essen? Was habe ich ausgelassen? Ach ja, füttern oder nicht auf Level 2, indem du das weitesten entfernte Essen bewegst. Und das war's schon. Das war das komplette Essen. Das ging ja richtig fix. Das war sozusagen Fast Food. Entschuldigung. So, wo ist denn das? Ach da, okay, indem du das am weitesten entfernte Essen bewegst, da ist doch bestimmt Orbulon dafür perfekt geeignet. So, wo ist das am weitesten entfernte Essen jetzt? Beide füttern. Hä? Füttern. Ach so, ja, doch, verstanden. Der eine kriegt das eine, der andere kriegt das andere jeweils, oder wie sehe ich das? Ich schätze, so funktioniert's. Beide füttern. Na, er kriegt den hier und der andere kriegt den anderen. Ja, das hat gut geklappt. Füttern. Vielleicht kann ich aber das unten entlang setzen. Das könnte funktionieren, dass ich das unten entlang steuere. Beide füttern. Nein! Ah, nicht in den Mund. Ne, dann nimmt er, der schnappt sich das sofort. Okay. Füttern.
Wie komme ich an dem drüber? Also wie komme ich da dran vorbei, ohne dass ich das da runterschubse? Beide füttern. Ja. Na, das ist genau, das darf nicht passieren. Der darf das nicht anstupsen. Ha. Ich habe eine andere Idee. Wir bleiben zwar bei Obolon, aber ich habe eine andere Idee. Füttern. Ja, der kann es nur rollen, aber vielleicht sind die Dinger zu vielleicht sind die Dinger leichter. Kann ich die so anheben? Nein! Ah, vielleicht ist er nicht so dafür. Sind nicht so gut dafür. Wer könnte das denn auch noch vielleicht hinbekommen? Ich finde es schwierig. Ich bleibe eigentlich bei Orbulon. Gedanklich bleibe ich tatsächlich bei Orbulon. Und ich muss es halt irgendwie drüber kriegen, schnell auf irgendwie auf entspannt. Füttern. Beide füttern. Ja, dann nimmt das nicht, dann nimmt das weg direkt. Das ist, das darf nicht runterfallen. Ach, ich bin ja blöd. Ich bin ja dumm. Ich bin ja dumm, Leute. Ja, nee, Problem gelöst. Sorry. Sorry, hab schon nachgedacht. Ich schieb das kurz ein bisschen hier hin, dann schiebe ich das hier hin und dann kriegt er das hier. Jo, ich muss noch schnell sein. Okay, aber schaffen wir. Schaffen wir. Easy. Gar kein Problem. Füttern. Das war dumm. Füttern. Beide füttern. Nein! Okay, die Zeit ist schon ganz schön knapp. Die Zeit ist schon ganz schön knappi. Füttern. Friss. Beide füttern. Na bitte. Easy. Okay, damit haben wir Essen fertig. Da würde ich doch sagen, gucken wir uns Kultur noch an. Also die letzten Missionen laufen ordentlich, muss ich sagen. So, Hochzeitsgeläute, indem du die Glocke läutest, bis sie den Himmel berührt. Okay, ja, vielleicht kriegen wir es hin, keine Ahnung. Bambus-Sound ab, ohne das von oben herunterlaufende Wasser zu... Ja, okay, das ist klar, das macht Penny. Rampenlicht auf Level 2, nachdem du die Person in die Bühnenmitte versetzt hast. Okay, I guess, irgendwie... Sogenannter Zaubertrick mit allen Charakteren im Team. Bringe die Mitte der mittleren Kiste auf die Höhe der Plattformen außen und schließe 12 Runden erfolgreich ab. Bringe die Mitte der mittleren Kiste auf die Höhe der Plattformen außen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, aber wir werden sehen. Das klingt wild. Ninjas suche, bevor der in der Bildschirmmitte eingeblendete Text und finden aufhört, sich zu bewegen. Okay, also ganz schnell hinkommen. Muss ich nur einmal schaffen. Ja, easy. Festbeleuchtung auf Level 3, nachdem du alle Glocken komplett vom Schnee befreit hast. Ah, verstanden. Ja, okay. Ist ja gern mit wem, also einfach einen Flugcharakter nehmen und dann ab dafür. Kriegen wir hin. Gar kein Problem. Spiele in der Variopedia das Spiel die richtige Nase. Ah, wir sind schon durch. Misch mal. Das war schon. Das ist ja richtig wenig. Das ist ja richtig wenig. Also, da war's.
Die Glocke muss bis zum Himmel. Ich schätze jetzt mal, wir nehmen einfach Wario und bimmeln das Ding bis ins Nirvana. Vielleicht. Leuten. Okay, wie mache ich das denn? Was? Leuten. Okay, doch, ich glaube, ich krieg's hin. Leuten. Muss halt so richtig anschwingen immer wieder, aber das ist eigentlich, da dürfte Wario dafür wirklich der Beste sein. Jo, aber das geht zu schnell rum. Leiten. Nee, so auch nicht. Leiten. Jo, das geht zu schnell, Wario. Du schaffst es ja dann schon, bevor die nach oben zündet. Leiten. Nee, okay. So wird's nix. Man kann Orbulon die einfach in den Himmel drehen, aber das glaube ich irgendwie nicht. Leiten. Vielleicht doch. Leiten. Aber ich bin jetzt ja im Weg dann irgendwie. Also, ja, das ist komisch. Leiten. Nee, das ist irgendwie komisch. Weiß ich nicht. Ich mach das. Nein, du machst es nicht. Oh, wobei, warum eigentlich nicht? Bomben. Leuten. Ja, Bomben könnten es sein. Mal gucken. Das geht schon ziemlich hoch, ne? Leuten. Aber es geht nicht bis in den Himmel. Leuten. Das, ich weiß nicht, keine Ahnung. Egal, lassen wir erstmal weg. Das war mit Penny. Habe ich gesagt, weil wir brauchen Water, ohne das Water da oben zu nutzen. Fließen lassen. Nein, jetzt habe ich doch das andere genug. Oh. Fließen lassen. Nein, jetzt habe ich es wieder gedreht. Ach, Penny. Hä, was ist mit meinem Wasser? Wieso kommt es nicht runter? Das geht da oben einfach weg. Das Wasser ist da oben einfach weg. Jetzt aber. Hallo? Dein Ernst, Penny? Ach, Penny. Fließen lassen. Nein, jetzt dreht sich jetzt so hier. Schnell durchlaufen. Fließen lassen. Ich bin zu blöd dafür. Ja, nochmal.
Dass das Wasser einfach verschwindet, wenn es nach oben geschossen wird, ist auch lustig. Fließen lassen. So, jetzt aber. No! Nicht das Ding drehen, nicht das Ding. Oh. Please. Fließen lassen. So, hier hin, jetzt einfach gerade hoch. Nicht auf das Teil! Fließen lassen. Ach, ich bin ja blöd, ich kann ja von oben runterschießen. Das macht's natürlich viel einfacher. Nein! Ich bin wieder an das Ding angekommen. Aber ja, ich kann ja von oben runterschießen auf das Teil. Ja, aber wassersparend ist es natürlich nicht, weil das Wasser kommt von da oben ja trotzdem runter. Aber okay. So. Rampenlicht. Level 2, Charakter muss in die Mitte. Irgendwie so. Wenn ich was bewegen muss, ist Orbulon dafür doch bestimmt mein Mann. Beleuchten. Ja. Beleuchten. War das nicht richtig? Beleuchten. Ja, war das jetzt nicht richtig vorhin? Ich habe ihn doch in die Mitte bewegt, oder war es nicht die Mitte? Zählt das nicht als die Mitte? Beleuchten. Zählt das nicht als Mitte? Muss ich nochmal lesen. Ah, das ist das Komische, was ich hatte. Irgendwie die mittlere Box. Ich muss mit allen Charakteren spielen und die mittlere Box muss auf die Höhe der... keine Ahnung. Zusammensetzen. Also es muss immer die mittlere Box hoch oder irgendwie sowas. Zusammensetzen. Aber die ist ja schon oben. Ach so. Ach so, ich darf die mittlere Box nicht runterdrehen. Zusammensetzen. Weißt du, könnte ich jetzt auch sagen, ja, ich verstehe. So könnte ich jetzt auch sagen, ich mache die untere runter, aber die mittlere muss immer hoch. Okay. Zusammensetzen. Was hier sowieso richtig ist. Aber das haben sie schon sehr interessant beschrieben. Das war knapp. Zusammensetzen. Zähl auf mich. Zusammensetzen. Zusammensetzen. Ist das dein Ernst? Zusammensetzen. Zusammensetzen. Also eigentlich relativ einfach, oder? Müsste doch hinzukriegen sein. Zusammensetzen. Nicht so übel. Zusammensetzen. Zwei noch, oder? Weil ich eins ja versaut habe. Oder waren es 13 hintereinander? Ah, wahrscheinlich 12 hintereinander oder so. Dann muss ich noch ein paar machen. Ja, verdammt. Wir müssen es nochmal lesen gleich. Wir gucken erstmal weiter. So viele waren es ja nicht, so viele. Ah, Ninja-Suche war auch noch, genau. Musste ich einfach schnell zu einem direkt hingehen.
Du bist schnell, Mikey. Aufpassen! Und ja, super! Das war schon schwierig. Okay. Das war das mit auf Level 3 alle Dinger vom Schnee befreien. Stern finden. Na, das heißt, man geht erst die Glocken ab und dann den Stern. Easy. Stern finden. Okay, mehr Glocken gab es nicht. Jetzt das Ganze auf Level 3. Stern finden. Ja. Easy! Easy going! Das war alles nicht relevant. Das gab's auch nicht. Das gab's auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Nee? Nee? Oh, dann gibt's dazu keine Mission. Danke, Nintendo. Oh, Gott sei Dank gibt's zu dem Mist keine Mission. Sehr schön. Ja, dann müssen wir jetzt nochmal die lesen, die wir nicht geschafft haben. Entschuldigung. Hochzeitsgeläute ab, indem du die Glocke läutest, bis sie den Himmel berührt. Ja, leider geht sie vorher, ist halt vorher schon zu Ende. Weiß noch nicht, womit ich das machen muss. Schließe das Spiel in die Bühnenmitte. Also dann war es einfach noch nicht die Mitte. Okay, dann war es einfach noch nicht Mitte genug. Gut. Bringe die Mitte der mittleren Kiste auf die Höhe der Plattformen außen. Bringe die Mitte der mittleren Kiste. Die Mitte der mittleren Kiste auf die Höhe der Plattformen außen. Also müssen die alle in der Mitte sein. Nicht ganz oben, sondern die müssen alle mittig sein. Okay. Ja, okay. Ich hab's falsch gemacht. Gut. Also nicht gut, aber okay. Oh je. Also probieren wir das nochmal. Da ist Obulon weiterhin mein Mann. Das läuft auf jeden Fall mit ihm. Ich habe einfach nicht in die Mitte gekriegt vorhin. Okay. Beleuchten. Ja, aber er wird halt auch vorher... Ach so. Ah. Beleuchten. Jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. So, jetzt geht's hier wieder los. Also es war nicht hintereinander. Einfach nur 12 Runden. So, wer jetzt... War die jetzt in der Mitte oder nicht? Das ist jetzt halt die Frage, ne? Zusammensetzen. Ja, aber das zum Beispiel, das kann ich ja das andere gar nicht runterdrücken. Zusammensetzen. Deswegen geht es wahrscheinlich auch darum, das nicht mit allen zu schaffen. Ja, okay. Oh, das wird echt... Oh, das wird kritisch. Zusammensetzen. Jetzt muss der runter. Super, super. Wenn sein muss. Zusammensetzen. Der runter und der hoch. Oh, das wird kritisch. Oh, das wird kritisch. 12 Runden. Puh. Zusammensetzen. Okay, der passt. Die Mitte passt. Ja, wer muss halt da runter? Oh. Oha, das wird interessant. Das werde ich kurz probieren, aber nicht lang. Zusammensetzen. Ich glaube, mit Charakteren, mit denen es zu schwierig ist, sollte man es einfach lassen und es halt dann den anderen überlassen. Zusammensetzen. So, mit ihm könnte es funktionieren. Zusammensetzen. Nein, jetzt habe ich... Oh. Komm, wir starten gleich neu. Das war noch nichts. Das war noch nichts Gescheites. Zusammensetzen. Okay, die mittlere muss eins hoch und die eins hoch. So.
mittlere passt schon. Das heißt, die 1 und die runter. Puh. Er kann jetzt zum Beispiel nicht nach unten drücken. Er kann nur hochdrücken. Deswegen, wenn die mittlere jetzt nicht passt, wird es mit ihm nichts. Ja, die mittlere ist schon jetzt zu weit oben. Dann sollte ich einfach nur dafür sorgen, dass ich nicht kaputt gehe in der Runde. Okay, die mittlere hoch, dann haben wir es schon. Sehr gut. Die mittlere passt. Die runter, die hoch. Oh nee. Ich glaube, mit ihr schließe ich es einfach nur ab. Ja, genau deswegen. Scheiße. Okay, er kann hoch machen. Nice. Die andere muss runter. Oh, es hat gereicht. Nein, die muss hoch, du... Nice. Es hat funktioniert. Nein, jetzt habe ich die hochgeschoben. Oh Gott. Ja, das jetzt... Oh, das war Zufall. Das war purer Zufall. Okay, die mittlere hoch. Wir haben ein paar versaut, deswegen ist es bei 12 noch nicht zu Ende. Wie viel habe ich versaut? 3 oder 4. Also müsste es bei 16 oder so dann zu Ende sein. Ah. Nein! Oh, kritisch. Okay, das ist eine interessante Mission, aber ich habe es jetzt verstanden. Zusammensetzen. Die Mitte passt. 1. Zusammensetzen. Mitte passt. Der muss runter. 2. Zusammensetzen. Mitte passt noch nicht. Jetzt passt Mitte. 3. Na, ja, das war falsch, aber es hat kein Leben gekostet. Deswegen immer noch 3. Zusammensetzen. Mitte passt. 4. Mitte ist schon jetzt zu hoch, kann ich nicht machen. Einfach nur nicht draufgehen. Wir sind immer noch bei 4. Mitte kann hoch. Sehr gut. 5. Mitte passt. Links muss hoch, rechts muss runter. Nein! 5 immer noch. Oh, ich hasse sie. 6. Halbzeit jetzt erst, oh je. Ja, okay, hier kann ich nur abschließen. Hilft nichts, wir sind bei 6 immer noch. Ja, da kann ich auch nur schnell abschließen. Das ist... Okay, Mitte passt. 7. 7. Oh, es hat noch gezählt. 8. Mitte hoch. Rechts runter. Nein, ich habe keine Arme drücken können. 9. Zehn. Elf. 1 noch. Ich glaube 1 noch. Wenn ich richtig zähle, 1 noch. Yes! Oh Gott, ja. Tschüss. Nein, ich Trottel, ich hätte die Punktvorgabe machen können. Scheiße. Ich hätte die Punktvorgabe noch zu Ende machen können. Ja, okay, weil Zusammensetzen ist nicht schwierig. Aber halt...
die Kombination zu machen, war schwierig. Aber ich hätte die Punktvorgabe jetzt noch machen können. Ja, war blöd. War blöd. Okay, egal. Ich glaube, jetzt haben wir Kultur alles, ne? Gab es eine, die ich ausgelassen habe? Ach ja, die Glocke habe ich ausgelassen. Die Glocke läuten wir wann anders. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal die letzte Variante. Mischmasch. Und tschüss.